Die DTM 2019 ist gestartet und das heißt neue Konkurrenz, neue Autos und vor allem neues Reglement. Marco, du bist jüngster Doppelchampion der DTM, aber ich muss schon sagen, nicht mehr ganz so der Allerjüngste, was die Rennserie angeht. Da bist du nämlich schon alter Hase, seit 2013 bist du dabei. Wie ist es denn für dich, die neue DTM? Macht die dir Spaß oder kommt da schon so ein bisschen Wehmut auf in Sachen, ach ja, so die guten alten DTM-Zeiten? Nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich ist es eine neue Herausforderung. Es macht mega viel Spaß. Ich glaube, es ist der größte Einschnitt in der DTM seit vielen Jahren mit dem Turbomotor, den wir jetzt eben unter der Haube haben. Und das bedeutet natürlich viel Entwicklungsarbeit, viel Feintuning für uns, vor allem im Winter. Und da freuen wir uns natürlich darauf. Sagst du, das alles, was da gerade passiert, ist gut für uns? Auch was so die neue Konkurrenz angeht mit Aston Martin, das tut der Serie gut? Nein, ich glaube, im Großen und Ganzen ist es für die Serie optimal. Ja, vor allem mit dem dritten Hersteller, mit Aston Martin, der gekommen ist, glaube ich, gibt es so einen richtigen Boost der Serie. Und ich glaube auch, das Motorenkonzept, das man jetzt in der DTM hat, ist, glaube ich, einfach notwendig gewesen auch, weil es mittlerweile in der Serienproduktion auch mehr und mehr ins Downsizing geht. Und ja, ein großer Pluspunkt für die DTM. Sehr cool. Könnte nicht besser sein. Sehr geil und sehr cooler Look. Das alles steht auf deiner Facebook-Seite, das sind Kommentare von deinen Fans. Aber Marco, ich muss dir leider sagen, damit bist du nicht gemeint, sondern nämlich dein neues Auto, der Schaeffler BMW M4 DTM. Als du den zum ersten Mal gesehen hast, waren die Kommentare ähnlich oder warst du erstmal so ein bisschen skeptisch und hast gesagt, naja, ist halt doch ganz anders als letztes Jahr? Also ich muss sagen, am Anfang war ich etwas skeptisch, weil ich wusste natürlich die Farben von Schaeffler grün. Ich wusste nicht, wie viel Grünanteil im Auto tatsächlich ist. Aber als ich dann das Auto gesehen habe, hat es mir richtig, richtig gut gefallen. Also ich finde auch so, wie er im Netz, in den sozialen Netzwerken ankommt, glaube ich, kann man das wirklich so stehen lassen. Ich finde ihn mega, ich freue mich richtig darauf. Vor allem beim Heimrennen am Nordsee dann damit zu fahren. Und ja, ich glaube, es ist ein großer Gewinn. Ich glaube, da hast du dann noch einige Fans auf deiner Seite. Ich glaube, da sind noch ein paar Schaeffler, so ein paar werden dann dabei sein, glaube ich mal. Aber sei es ja so schön, es kommt nicht immer nur aufs Äußere an, sondern vor allem auf die inneren Werte. Du hast schon gesagt, wir haben jetzt einen Turbomotor drin. Wir springen mal kurz ein ganz schönes Stück zurück, nämlich zu deiner ersten Testfahrt damals. Wie war das Handling vom Auto? Hat es gleich super funktioniert oder warst du erstmal so ein bisschen, oh, hörst du doch alles ganz anders? Ja gut, es ist gerade bei der allerersten Testfahrt, ist natürlich wirklich erstmal das Ganze auf Herz und Nieren prüfen. Ja, da geht es gar nicht darum, wirklich für mich als Fahrer zum Fahren zu kommen, sondern geht es eher darum, passt die Software, die Elektronik, die ganzen kleinen Kinderkrankheiten, die man doch bei so einem neuen Motor dann hat. Aber es ist mega spannend für mich als Fahrer, ja, da die erste Ausfahrt zu machen, dann auch irgendwo in der Entwicklung dabei zu sein. Also es ist schon, ja, es ist eine schöne und spannende Zeit. Die Entwicklung, ihr seid da mit dabei. Wie kann man sich das vorstellen? Fahrt ihr da und sagt, Leute, hier habe ich eine Punkteliste gemacht, das und das und das muss geändert werden und dann wird es geändert? Oder ist es mehr so ein, ja, lass mal schauen, was wir dann gemeinsam daraus machen können? Im Prinzip ist es so ein bisschen tatsächlich. Also in erster Linie sind natürlich die Ingenieure und Mechaniker, bereiten alles im Vorfeld vor, bauen das Auto zusammen, den Motor ein und so weiter. Der ist natürlich auch auf dem Prüfstand schon vorher gelaufen. Aber dann klar, auf der Rennstrecke geben natürlich dann wir Fahrer unser Feedback, was gut ist, was vielleicht noch verbessert werden muss, um wirklich dann zum Saisonstart aussortiert zu sein tatsächlich. Und da gibt es dann, klar, so eine Checkliste oder To-Do-Liste, was die Ingenieure und Mechaniker vielleicht abändern können, sollen, müssen. Und die versuchen dann natürlich, ja, weitestgehend unsere Wünsche zu erfüllen. Was war so das Hauptding, was du am Anfang gesagt hast, oh, das ist wirklich was man noch ändern muss? Gab es da irgendwas oder hast du gesagt, nö, das sind eigentlich eher so Kleinigkeiten und wenn sie es schaffen, ist gut, wenn nicht, klappt es auch? Gut, ich sag mal, der 2-Liter-Vierzylinder-Turbomotor, der bringt natürlich ganz andere Charakteristiken mit als der V8-Saugermotor vorher. Daher, wir hatten viele Vibrationen am Anfang im Auto, auch die Hitzeentwicklung durch den Turbo, das waren so die zwei größten Thematiken, die man irgendwo in den Griff bekommen musste. Aber ich glaube, die haben wir ganz gut gemeistert. Das Thema Expertise ist ja auch ganz interessant bei dir vom Background her. Du bist ja gelernter Karosseriebauer. Mhm. Hat das für dich einen Vorteil, wenn du so mit diesem Know-how an den Start gehst oder bringt dir das auf der Strecke herzlich wenig? Also auf der Strecke tatsächlich bringt es relativ wenig, aber ich glaube, das ganze Fachwissen, was man irgendwo so ein bisschen mitbringt, glaube ich, versteht man eher und vor allem auch, ich glaube, das ganze Thema Teamwork, wie die Mechaniker arbeiten, die ja teilweise wirklich Nachtschicht für Nachtschicht arbeiten müssen, denen wir vielleicht auch nicht immer das Leben einfach machen, gerade auch am Rennwochenende, ja, wenn du am Samstag das Auto so halb zu Schrott fährst und dann am Sonntag müssen die Jungs das Auto wieder aufbauen. Da steckt schon viel Arbeit dahinter und ich glaube, da bringt natürlich mein Beruf so ein bisschen
das Ganze mit, dass ich glaube, die Jungs und Mechanik und Ingenieure da ganz gut verstehen kann, was die leisten. Also das heißt, du sagst immer, hier ist das kaputte Auto, aber es tut mir leid. Immerhin ein Sorry dabei. Wir sind ja hier auch gerade bei der Schaeffler Motorsport Academy. Da geht es um den Nachwuchs vom Motorsport. Der wird hier gefördert und ausgebildet. Wenn ich jetzt so an meine Unizeit zurückdenke, dann muss ich sagen, naja, da war viel Schönes dabei, viel schöne Theorie. In der Praxis hat es mir wenig gebracht. Wie schätzt du jetzt hier so eine Motorsport Academy ein? Ist das wirklich sinnvoll für den Beruf später? Ich glaube schon, ja, weil ich glaube, es macht Sinn, wirklich die jungen Leute da so ein bisschen hinzubringen zum Motorsport. Man sieht es ja auch viel beim Thema Formula Student, wo wirklich viele, viele junge Leute Spaß dran haben, die Leidenschaft zum Motorsport haben und dann auch später wirklich einen Karrieresprung machen können. Das ist natürlich auch gar nicht schlecht, wenn hier schon die richtigen, ich sag mal, Arbeitgeber sitzen, dass man sich da auch durchsetzen kann. Du bist schon relativ schnell beim Motorsport gewesen, bist schon als kleiner Junge, ich glaube 6 Jahre alt warst du, als du zum ersten Mal in so einem Kart saß. Aber wann kam denn so für dich der Punkt, wo du wirklich gesagt hast, nee, Mama, Papa, das soll nicht einfach nur Hobby sein, sondern ich mach's wirklich zum Beruf? Also gut, am Anfang ist natürlich, wie du sagst, Hobby just for fun im Prinzip, vor allem als 6-, 7-, 8-Jähriger. Aber es hat sich eigentlich relativ schnell entwickelt, dass ich ohne dem Go-Kart-Sport oder dem Kart-Sport eigentlich gar nicht mehr wollte. Ja? Klar, für meine Eltern war immer wichtig, dass die Schule stimmt. Ich musste ja einigermaßen gute Noten mit heimbringen und musste auch in der Schule gut sein. Aber ja, ich sage mal so ab 2004 im Prinzip, wo es dann im Kartsport auch schon ein bisschen professioneller wurde, wo wir dann auch international gefahren sind, da war mir dann klar, okay, das kann was werden. Mhm. Wie war denn so die Reaktion im Hause Wittmann, als du gesagt hast, Mama, Papa, ich werde Motorsport-Rennfahrer, war da so, ich nutze mal dein Wort, Freili, oder war da eher so, oh Gott, jetzt macht ihr das tatsächlich? Eigentlich war es tatsächlich selbstverständlich für im Elternhaus, weil die ganze Familie ja schon immer Auto- und Motorsport begeistert war. Eigentlich hat mich ja meine Familie oder meine Eltern zum Kartsport gebracht. Ja. Und mein Vater ist früher auch Kart gefahren, der Opa und sein Bruder sind früher Bergrennen gefahren. Also das Benzin im Blut war in der Familie Wittmann schon immer da. Ihr seid ja auch aus Fürth, das ist ganz in der Nähe hier von Herzogenaurach. Ich habe sogar in Bamberg studiert, also auch im Fränkischen. Und ich weiß noch damals, das Essen war einfach unglaublich gut. Ich kann mir vorstellen, das ist bei dir zu Hause auch so. Ist aber natürlich jetzt im Motorsport nicht immer so das, was man machen darf, sich irgendwie hier bei dem Essen austoben. Fällt dir das eigentlich schwer, sich für solche Dinge dann für den Sport zurückzunehmen? Oder ist es eher so, dass die anderen Leute um dich herum das einfach nur nicht verstehen können und du sagst, naja, an Weihnachten esse ich sowieso mal den Kloß und der Rest der Zeit ist es mir wert, da drauf zu verzichten. Also ich muss sagen, ich bin zum Glück nicht der Typ, der so krass deftig ist. Also die fränkische Küche ist tatsächlich nicht mal so meins, aber 3 im Weckler gehen immer. 3. Aber ich bin sonst eher so, der ein bisschen auf italienisches Essen steht. Und ja, ich meine, klar, man muss sich im Motorsport immer ein bisschen zurückhalten, aber ich glaube, wenn du einen Leistungssport ausübst, dann ist das völlig normal. Und da versteht auch die ganze Familie, ist für jeden verständlich im Prinzip. 3 im Weckler, da bin ich mal gespannt, ob es das auch am Norrisring gibt. Ich zitiere mal was, ich bin mal gespannt, ob du es wiedererkennst. Yeah, Baby, danke Jungs, was für eine Strategie, was für ein Rennen, hammergeil, das war mein bestes Rennen. Kommt dir bekannt vor? Natürlich, Funkspruch nach dem Sieg am Norrisring. Genau, also da hast du jetzt ordentlich vorgelegt, das heißt natürlich aber auch, die Erwartungen sind dieses Jahr echt von deinen heimischen Fans recht hoch. Jetzt gehst du ja auch noch in Schaeffler Grün am Start, das heißt, die Mannschaft will natürlich auch einiges sehen. Ist das für dich eher jetzt nochmal ein zusätzlicher Druck, dass du sagst, oh weil das Wochenende, das ist jetzt schon in meinem Kopf? Oder ist es für dich eher so, dass du sagst, mega, das ist die beste Kulisse, das ist der beste Moment, um zu starten, wenn man so ein Background hat? Also ich würde sagen, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt tatsächlich. Also ich sage, einerseits ist der Druck komplett weg, weil ich die letzten 5, 6 Jahre wirklich am Norrisring dem Podium hinterhergefahren bin in der DTM, es nie geschafft habe und letztes Jahr Samstag Dritter geworden. Am Sonntag dann so tatsächlich gewonnen, also im Prinzip genau das erreicht, was ich immer erreichen wollte. Und daher ist eigentlich der Druck weg, aber ich weiß natürlich jetzt vor allem in den Schaeffler-Farben mit dem regionalen Hintergrund, dann wächst einerseits wieder der Druck, weil das, und auch mein persönlicher Druck wächst natürlich, weil du es eigentlich am liebsten wieder wiederholen möchtest vom letzten Jahr. Daher so ein bisschen einerseits gar nicht und einerseits schon ein bisschen da.
Aber ich lasse mich überraschen. Ich will auf jeden Fall das Beste geben und will natürlich da auch wieder ganz oben stehen. Das Beste geben und ganz oben stehen, das wollen natürlich alle. Ist es denn so, dass wenn man das nicht erreicht, dann die Saison gar nicht zufriedenstellend ist? Oder gibt es dann doch so, ich nenne es mal Etappensiege, wie zum Beispiel wie letztes Jahr auch bester BMW-Fahrer oder eben auch dieser Heimsieg am Norrisring, sind das dann trotzdem Momente, wo du sagst, das macht es dann doch irgendwie wertvoll und dadurch bin ich dann auch zufrieden mit der Saison? Ja, definitiv. Ich meine, am Ende, klar, du willst natürlich irgendwo um die Meisterschaft kämpfen, willst vielleicht den Titel einfahren, aber es gibt einfach Jahre, wo es vielleicht einfach nicht machbar ist, aus verschiedenen Gründen, weil vielleicht das Glück nicht immer auf deiner Seite war, weil vielleicht auch das Material nicht ganz gestimmt hat. Und dann, glaube ich, sind so Highlights wie der Sieg am Norrisring, wie du angesprochen hast, bester BMW-Fahrer, auf jeden Fall etwas, wo du dann schon versöhnlich den Abschluss machen kannst. Und ja, ich meine, am Ende will man immer Rennen gewinnen, um Titel mitkämpfen, aber am Ende kann es ja immer nur einer werden, leider. Jetzt bist du natürlich der DTM-Fahrer, du bist aber auch in Langstrecke unterwegs und neulich warst du, was heißt neulich, Anfang des Jahres, ist ja auch schon ein bisschen her, warst du mal, naja, in einer ganz fremden Serie unterwegs. Du warst beim Rookie Test dabei bei der Formel E in Marrakesch. Wenn ich jetzt mal so gucke, diese Saison, es gibt Push to Pass, das ist so ein bisschen angelehnt an den Fanboost aus der Formel E. Was kann denn die DTM von der E-Serie eigentlich lernen? Ich glaube, man muss das ein bisschen separieren. Ich glaube tatsächlich, dass wirklich DTM und Formel E zwei komplett verschiedene Konzepte sind. Ja? Ich meine, die Formel E, was die Formel E sehr, sehr gut macht, muss ich tatsächlich sagen, ist natürlich in den Städten zu fahren, in den Großstädten, wo natürlich der Fan, der Zuschauer gar nicht große Wege hat zur Rennstrecke. Ja? Vor allem die dann eben in der Großstadt wohnen. Aber auch die ganze Show, die da drum herum gemacht wird um die Formel E mit dem Fanboost, Attack Mode und so. Bringt natürlich Spannung ins Rennen. Die DTM ist da ein bisschen anders. Die DTM ist tatsächlich eine Serie, die extrem fannah ist, aber wo wirklich der Motorsportfan, der pure Motorsportfan, auch bereit ist, 300, 400, 500 Kilometer zur Rennstrecke zu fahren, um einfach bei dem Event dabei zu sein. Ich glaube, generell hat die DTM die letzten Jahre auch extrem viel gemacht, um die Fans auch vor Ort zu unterhalten mit Shows, mit Musikern und so weiter. Also ich glaube, dass beide Serien absolut ihren Reiz haben. Können auf jeden Fall jetzt einige entspannt durchatmen und gedacht, oh Gott, jetzt ist der Wittmann da auch noch dabei in der Formel E. Nein, er bleibt in der DTM. Aber natürlich geht es auch um das Thema Zukunft. Schaeffler ist ja auch ein sehr innovativer Partner jetzt auch von dir. Wir gucken am Ende unseres DTM-Talks immer in die Zukunft. Und deswegen auch an dich die Frage, Marco, wie sieht denn für dich die Mobilität der Zukunft aus? Ich denke natürlich, dass E-Mobilität ein ganz großes Thema ist und ich glaube auch, dass wir mit BMW hier mit den E-Modellen schon ganz gut aufgestellt sind. Autonomes Fahren ist natürlich auch ein Thema, was mehr und mehr kommen wird, aber ich denke, das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis das wirklich komplett ausgereift und wirklich genutzt werden kann. Mein persönliches Herz schlägt immer noch ein bisschen auf Sound und Motoren und ich hoffe, dass es im Prinzip so zwei Gleisen gibt, auch in der Zukunft. Ja, dass natürlich einerseits die E-Mobilität vielleicht auch hauptsächlich in den Großstädten vorhanden ist, aber dass der gute Verbrennungsmotor uns auch dennoch erhalten bleibt, wo man ja auch mal morgens die Nachbarn aufwecken darf, wenn man das Auto anlässt. Ich hoffe, dass das nach wie vor bleibt. Dann wissen alle auch, hier in Fürth, jetzt ist der Marco wieder on Tour, der fährt wieder irgendwo hin. Marco, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich sage vielen Dank und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind bei dem Schaeffler DTM Talk.